Das sind wir wieder bei Pokémon Y. Hier auf der Siegestraße, wo wir uns jetzt das letzte Mal hinbegeben haben. Und ja, jetzt würde ich sagen, sind wir doch so weit, dass ich mal ein bisschen was als Resümee abgeben kann, wie ich dieses Spiel denn jetzt als kompaktes Paket bewerte. Also es gibt natürlich mehrere Punkte, die man sowohl positiv... Ups, sorry, ich hatte gerade den 3D-Effekt an, deswegen... Ja, ich tue den Lag mal weg. Lag! Ja, tue ich auf jeden Fall mal einfach so bewerten. Also, ich werde mal größtenteils versuchen, mich erstmal an die positiven Aspekte zu halten. Es soll natürlich gleich gesagt werden, dass das natürlich meine subjektive Meinung über die Sachen ist. Aber ich glaube, das sollte selbstverständlich oder selbstredend mittlerweile sein. Also... Was mir... Moment. Momentchen kurz. Okay. Achso. Ah, okay, okay. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Alles klar. Also was auf jeden Fall einer der größten Pluspunkte dieses Spiels ist, ist die große Overworld, würde ich mal sagen. Die Overworld ist wirklich sehr groß. Da gibt es eine Menge Sachen, die man dort erledigen kann. Und es ist wirklich was ganz anderes als zum Beispiel Einhal. Es hat sich mehr an dem Modell Sinnoh orientiert. Bedeutet eine große Region mit vielen kleineren Städten auch. Wo nicht unbedingt jede Stadt eine Arena braucht. Zur Verteidigung von Einhal sei gesagt, es hat sich halt ein bisschen an Schwarz und Weiß, Quatsch, an Rot-Blau-Gelb orientiert und an Gold-Silber-Kristall. Damals war es nämlich noch so, dass die Regionen etwas kleiner waren und dafür war dann praktisch in jeder Stadt ein Orden. Beziehungsweise eine Arena. Natürlich war es in einer jetzt nicht ganz so, vor allem in Schwarz-Weiß, weil sich da dann noch einiges geändert. Es war schon ein bisschen größer, aber es hat sich eher daran orientiert, während das sich jetzt eher an Höhen und Sinnoh orientiert hat. Denn bei Höhen und Sinnoh ging es dann eher in die Richtung, große Welten zu machen, die auch nicht unbedingt linear sind. Und das ist zum Beispiel etwas, wo eben Essen, Kanto und Johto wirklich so war, dass man relativ linear durchgegangen ist. Es gab natürlich immer wieder Abzweigpunkte. Aber nichts im Vergleich zu Höhlen, wo man immer wieder Umwege nehmen musste, später zurückgehen musste oder auch in Sinnoh. Während Einhal da doch ziemlich geradlinig war, sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Schwarz-2-Weiß 2. Das hat dieses Spiel hier ganz anders gemacht. Es war ebenfalls nicht gerade linear. Natürlich einigermaßen gab es durchaus eine Richtung, die man gehen konnte. Also es war jetzt nicht so um diesen Kraterberg rum zentralisiert wie in Sinnoh. Wobei ein bisschen schon, also ein bisschen war schon um Illumina City Dings. Ein bisschen war schon um Illumina City zentralisiert. So viel kann man durchaus sagen. Aber ja, nicht wirklich. Also es ist jetzt auf jeden Fall nichts Schlimmes. So viel möchte ich auf jeden Fall sagen. Nicht, dass ihr jetzt irgendwas denkt. Nee, das ist absolut in Ordnung. Ich stelle das ja noch fest. Auf jeden Fall, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab auch viele unterschiedliche Gebiete. Ja, falls ihr versteht, was ich meine. Also es gab ein paar Eisgebiete. Gut, wie die jetzt geografisch zusammenhängen, das weiß ich nicht. Aber das Schöne ist auch, sie haben sich abgewechselt. Sie kamen nicht auf einmal. Es gab eine Wüste, wobei ich bei der sagen muss, dass ich die eher kritisch sehe. Also gut fand ich die Illumina-Steppe jetzt leider nicht. Da hatten wir schon deutlich bessere, aber sie war da. Also lassen wir das mal so durchgehen. Das war auf jeden Fall toll. Vulkan hat jetzt gefehlt, muss ich sagen. Der wäre noch ganz cool gewesen, aber man kann auch so mit leben. Es gab wieder ein Sumpfgebiet, das dabei war. Viele und also nicht nur das relativ monotone Grasgebiet, sondern da gab es noch da gab es noch andere Sachen, die man sich anschauen konnte. Wie zum Beispiel, das wird bekannt, genau, die Route 6 vor dem Magnum Opus Palast, eben dieses hohe Gras, was da war. Also die große Overworld ist auf jeden Fall einer der größten Pluspunkte bei diesem Spiel, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt. So, jetzt muss ich aber ganz kurz mal einen Abstecher machen, weil ich muss jetzt überlegen, wie ich hier weiterkomme. Hier, oder? Nee. Bin nämlich gleich verwirrt, wenn ich zugeben... Oder muss ich zugeben, wo ich jetzt eigentlich hier
hin muss. Ich kann ja, während ich es suche, über eine weitere positive Sache reden. Nämlich, dass man, ich glaube da oben, genau, dass man die Bären in diesem Spiel relativ einfach züchten konnte. Bären waren etwas, seit Generation 5 waren die mehr oder weniger weg. Das war schade, denn in sowohl in Generation 2 als auch in Generation, Quatsch, doch gut, Generation 2, 3 und 4 waren Bären sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt etwas lame. Deswegen werde ich jetzt auf Nummer sicher gehen und ihn hier auswechseln. Das werde ich immer machen, wenn Abgangsbund kommt. Also nicht wundern an dieser Stelle. Aber ja. Generation 2 konnte man die Bären nicht wirklich anpflanzen. Man konnte sie nur jeden Tag ernten. Und das ist... Gut. Tschüss. Auf jeden Fall konnte man sie dann nur jeden Tag ernten. In Generation 3 und 4 sah das Ganze dann anders aus. Da konnte man sie wirklich selbstständig anpflanzen, was sehr, sehr cool war natürlich, wenn ihr mal ehrlich seid. Oder zumindest ich habe mich damals sehr gefreut, dass diese Möglichkeit bestanden hatte. Hab auch sehr gerne Bären gepflanzt, vor allem in Generation 4, weil sie waren einfach günstige Alternativen. Ja, man musste nicht... Oder man musste nur ein bisschen Zeit investieren und schon konnte man sich so ziemlich all das erfüllen und sogar noch mehr, bevor man eigentlich im Laden sonst einen Haufen Geld ausgeben müsste. Insofern, Bären waren schon was wirklich Tolles, sondern dass man eben immer mehrere Bären von einem Ast bekommen konnte, von einer Pflanze. Und in Generation 5 war es halt schade, weil das nicht mehr da war. Auch in Hot Gods und Silver hat man die Bären durch Aprikokos ersetzt, die in Johto herumlagen, und hat so ein ganz kleines Kästchen gegeben, wo man vier Bären gleichzeitig anpflanzen konnte. Das war schon nicht so reichhaltig. Aber Generation 5 hat dann die Marschroute deutlicher festgelegt, als es dann so war, dass nur noch, ich meine wirklich nur noch, Bären von Pokémon geholt werden konnten, von wilden Pokémon, weil es keine Möglichkeit mehr gab, Bären anzupflanzen. Das war schade. Hier gab es einen kleinen Garten unterhalb der Route 6, wo man das machen konnte, und zwar nicht wenige, also nicht nur 4 wie in Heart Gold und Silver. Dafür konnte man das halt ständig mit sich rumtragen und so durch permanentes Gießen einen verdammt hohen Wert erreichen. Das ist schon richtig, aber gleichzeitig, hier ist es so, man muss nur einmal zu einem Ort fliegen, da regelmäßig gießen, und selbst wenn man nicht so oft gießt, kann man teilweise 4-5 Blüten bekommen oder 4-5 Bären pro Session bekommen. Das ist auf jeden Fall viel, viel mehr, als es zuvor jemals gab. Insofern, das ist absolut zu loben. Man kriegt mehr Bären pro Session, pro einmal gießen. Man bekommt außerdem eine, oder es gibt trotzdem relativ gute Möglichkeiten, die Bären anzupflanzen. Das ist ein Punkt, der gefällt mir sehr. Das macht es auch wieder sehr viel mehr Spaß, Bären einzusetzen. Kamen auch neue dazu, die man benutzen kann. Also, großes Lob dafür. So, was man auch noch loben kann bei diesem Spiel, oder ich es wichtig finde zu loben, ist die Möglichkeit, relativ einfach online zu tauschen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, weil wenn man sich die alten Spiele anschaut, das war wirklich mehr ein Kampf. Man musste jedes Mal zum Pokémon Center zurück. Natürlich in Schwarz und Weiß hat es sich schon mit dem C-Gear etwas verbessert gehabt. Aber hier hat man das wirklich schön einfach gemacht. Man brauchte keinen extra C-Gear, sondern das Menü auf dem Touchscreen hat gereicht. Und dann wurde man sofort mit seinen Freunden verbunden, die man auf dem Nintendo 3DS registriert hatte, und schwupps, konnte mit ihnen tauschen. Dass da natürlich etwas ein bisschen ein Wermutstropfen ist, dass man leider nur die Möglichkeit hat, 100 Freunde zu registrieren. Kann ja sein, dass man aus irgendeinem Grund mehr hat, und dann wird es schwierig zu tauschen, weil da muss man in der automatischen Passantenliste schauen. Oder natürlich es auf herkömmlichem Weg machen, aber das geht eben schwer, weil diese Option im Pokémon Center gar nicht mehr zur Verfügung steht. Die Möglichkeit, da gab es nämlich von Generation 2 an einen zweiten Stock. In der ersten Generation war es ja noch so, dass auf dem gleichen Stock die Möglichkeit, Linktauschgeschäfte zu machen, möglich war. Aber in diesem Moment, jetzt muss ich mich ganz kurz orientieren, Sonderbonbon.
Ja gut, nehmen wir einfach mal so an. Ja, okay, egal. Aber ja, auf jeden Fall. Von Generation 2 bis 5 war es so, dass es immer ein zweites Stock für das Pokémon Center gab, wo man anschließend tauschen konnte. Beziehungsweise schon in Generation 5 nicht mehr. Also will ich nur bis Generation 4 diese Möglichkeit zu tauschen. Seit Generation 5 war es dann alles auf vollautomatisch ausgelegt. Was natürlich, wie gesagt, in dem Fall ziemlich gut ist, aber natürlich auch ein paar Probleme mit sich bringen kann, wenn man eben keinen Platz mehr hat, um jemanden zu registrieren. Aber das ist jetzt, denke ich, ein kleines Problem. Ansonsten ist es wirklich sehr übersichtlich, einfach mit den Leuten sprechen, tauschen und kämpfen. Was allerdings stört, das muss ich deutlich sagen, ist diese Sprachfunktion, die einem immer aufgezwungen werden soll, dieser Sprachchat, ihr erinnert euch, wo der jedes Mal fragt, wenn man das macht, ich glaube, wenn ihr das Spiel selbst spielt, wisst ihr, was ich meine, möchten sie den Sprachchat aktivieren? Und dann, wenn ein Spieler etwas anderes angibt, oder wenn einer Ja sagt und der andere Nein, dann geht es nicht mehr. Beziehungsweise geht der ganze Tausch nicht mehr. Teilweise ist es wirklich so, dass man bei Spieler 1 fragt, wenn sie den Chat deaktivieren. Und das heißt, das hat natürlich die Antwort, oder wenn sie den Chat aktivieren, dann sagt man Nein. Und dann ist am nächsten die Frage, möchten sie, oder der Spielechat ist deaktiviert. Ist das in Ordnung oder so? Da muss man Ja sagen. Also, ist auf jeden Fall sehr umständlich gelöst. Das hätte man besser machen können, indem man diese Option einfach als mögliche Option reintut, aber nicht, dass man ständig danach gefragt wird. Aber es ist nur ein sehr, sehr kleiner Punkt, wo wir uns mal nicht zu lange dran aufhalten wollen, oder? Fände ich jedenfalls besser. So. Weitere positive Punkte, den man in diesem Spiel vermerken muss, ist das sehr gute Balancing, was hier herrscht. Denn dieses Spiel hat es wirklich gut verstanden. Moment, ganz kurz. Jetzt hab ich's. Dieses Spiel hat es wirklich sehr, sehr gut verstanden, ein gutes Balancing der neuen Pokémon zu ermöglichen. Zu Balancing in den Online-Kämpfen kann ich ja noch nichts sagen. Daher lasse ich das mal noch. Wo ich aber etwas zusagen kann, übrigens jetzt Matschbombe. Wo ich aber auf jeden Fall etwas zusagen kann, ist, dass die neuen Pokémon, die dazu kamen, wirklich eine sehr gute Balance waren, wie bereits gesagt. Man hatte letztendlich 72 neue Pokémon, also wenn man die drei Event-Pokémon, die noch nicht bekannt sind, zurechnet, und 30 Mega-Entwicklungen, 28, wenn man Mega-Latias und Mega-Latios nicht dazu zählt, die ja durchaus eine wichtige Möglichkeit oder durchaus noch interessant für das Team werden könnten, aber eben noch nicht offiziell released sind. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, die da herrscht. Und wie gesagt, ich finde, das ist eine wirklich gute Zahl. 72 neue Pokémon, 28 Mega-Entwicklungen. Dadurch hat man eine Zahl von insgesamt 100. Mit Latias hat das so genommen, 102. Dadurch hat man Ticken mehr als in Generation 4. In Generation 2. Und nur ein wenig mehr als in Generation 4. Und man muss auch wirklich ehrlich sein. Und das ist eine der größten Kritik. Achso, es ist ja Geist. Oh fuck. Sorry. Das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich immer hatte, was dieses Spiel anging. Und beziehungsweise was Pokémon allgemein angeht, weil das ist zu viele Pokémon sind und es irgendwann schwierig wird für Kinder, vor allem für Neueinsteiger, so viele Pokémon wieder zukommen, die alle auswendig zu lernen. Und das haben sie jetzt wirklich super reagiert, weil überlegt euch mal. Jetzt ist es so, man startet und natürlich, es kommen mit jedem Generation neue Pokémon dazu. Das kann man natürlich nicht verhindern, das ist klar. Aber man kann es immerhin etwas abschwächen. Und indem man jetzt eben, statt auf so viele neue Pokémon zu gehen, Mega-Entwicklungen eingeführt hat, besteht jetzt einigermaßen die Möglichkeit, die Pokémon
immerhin etwas besser auswendig zu lernen, da man nicht mehr so viel hat. Man muss sich jetzt auf weniger Pokémon konzentrieren insgesamt. Also nicht auf weniger, aber auf weniger, als hätte man jetzt 102 neue Pokémon eingeführt. Und so hat man auch die neuen Pokémon wieder etwas mehr ins Spiel gebracht und mehr mit den neuen Pokémon gearbeitet. Also ich finde ja, die Mega-Entwicklungen sind eine echt klasse Idee. Es sieht natürlich nicht jeder so. Viele hätten gerne mehr neue Pokémon gehabt. Diese Meinung akzeptiere ich natürlich auch, das ist vollkommen klar. Das sieht übrigens sehr geil aus, jo. Aber ich bin der Meinung, das, was wir bekommen haben, ist durchaus anspruchsvoll. Gut so. Oh, die Siegelstraße hat es ganz schön in sich. Was? Leg doch mal eine kurze Pause ein. Ja, das werden wir tun und damit beende ich heute dieses Video. Das war ein weiterer Part der Siegelstraße und der erste Part, in dem ich das Spiel hier ein wenig erkundet habe. Wenn der Part euch gefallen hat, dann Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter, 6x geht's weiter. Bis dann.